Die Polizeidienststellen in Landau wurden hier in einen Standort zusammengefasst. Herr Levens, Geschlossenheit, ist das in diesen Tagen für die Polizei ein besonders wichtiges Kriterium? Also die Polizei ist wirklich herausgefordert. In Corona-Zeiten, in Zeiten, wo große Verbrechen an Kindern, andere Dinge mehr, die Polizei in Atem hält, wo es große Demonstrationslagen gibt. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir neben den Höchsteinstellungszahlen in Rheinland-Pfalz auch jetzt hier in Landau ein ganz tolles Gebäude haben. Wir haben die Polizeiinspektion, die Kriminalinspektion und die Polizeidirektion in einem hochmodernen Gebäude untergebracht. Und das ist, glaube ich, auch, es hat über 12 Millionen Euro dann auch am Schluss verschlungen. Ein Dankeschön der Steuerzahler an die Polizei, denn das ist gut investiertes Geld. Wie wichtig oder was ist denn in Corona-Zeiten besonders wichtig in der Polizeiarbeit und wie hat sich die Arbeit verändert? Na, die Polizeiarbeit hat sich natürlich dadurch verändert, dass auch im Ablauf eines solchen Gebäudes, im Betriebsablauf, die Abstände eingehalten werden müssen. All die Dinge, die bilden sich natürlich auch bei der Polizei ab. Wir haben jetzt Situationen, dass es Verstöße gegen Corona-Bekämpfungsverordnung gibt. Denken Sie an die verrückten Demonstrationen in Berlin. Wer muss am Schluss auch mit Körperkontakt einschreiten? Unsere Polizei, die ja natürlich auf ihre Gesundheit genauso achten muss, wie wir das alle tun wollen. Und natürlich haben wir neue Herausforderungen. Ich sage es mal, das Netz gibt so viele Möglichkeiten des Betrugs, das Darknet, auch die Kinderpornografie und andere Dinge mehr, sodass man sagen muss, Polizei wird permanent auch mit technischen Weiterungen neu gefordert. Und dieses Gebäude gibt viele Möglichkeiten, auch technisch Polizei in die Lage zu versetzen, Verbrechen zu bekämpfen, ob das jetzt bei Untersuchungen in den Labors ist, ob es eine audiovisuelle Vernehmungsmöglichkeit ist. Also wir sind hier hochmodern ausgestattet und können auch auf die Herausforderungen der Zeit eine Antwort geben. Sie haben es schon angesprochen, der Respekt vor der Polizei scheint in der Gesellschaft zu schwinden. Was kann denn die Politik da tun? Wie können Sie entgegensetzen? Ja, erst einmal müssen wir die Polizei mit ihrer Schutzausstattung, mit der Ausstattung, dass sie wirken kann, da gehört auch die Bewaffnung dazu, optimal ausstatten. Das tun wir. Wir haben gerade auch die neuen Streifenwagen vorgestellt, Audi A6 mit all den Dingen, die man braucht, um aus dem Auto heraus arbeiten zu können. Wir brauchen aber auch das Verständnis der Bevölkerung. Ein Staat ist nur dann ein starker Staat, wenn wir auch die Möglichkeiten haben, Dinge durchzusetzen. Dafür ist die Polizei da. Und da ist jeder gefordert, auch ganz deutlich zu sagen, ich stehe hinter unserer Polizei, weil am besten lebe ich in einem freiheitlichen und sicheren Staat. Vielen Dank, Herr Levens. Danke.